Herzlich willkommen. In der Literatur symbolisiert er Freude und Freundschaft, aber auch Verwandlung. Er stellt auch ein Zeichen der Verbindung zu Jesus dar. Manche sagen sogar, es sei Poesie in Flaschen. Der Wein. Das Unternehmen Lauter Wein hilft uns, das passende Gedicht zu jedem Anlass zu finden. Der Gründer der Weinbar und Vinothek unterhält sich heute mit uns über Weingenuss. Andreas Jankowetz, herzlich willkommen beim Ländle Talk. Herzlichen Dank für die Einladung. Woher stammt denn eigentlich der hohe Stellenwert des Weines in der Geschichte? Ja, hat ja immer schon zur Geselligkeit beigetragen. Ist ja ein Naturprodukt, was ja seit 5.500 Jahren den Erfolg hat, also auszeichnet. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, dass die Geselligkeit gerade der Österreicher spiegelt sich ja mit einem Gläschen oder zwei ja immer wieder. Und das ist einfach der Stellenwert, den Wein, den wir einfach in Österreich haben. Hat der Wein gesundheitliche Vorteile vielleicht? Also das wohlbekümmte eine Achterl Rot am Abend für das Blut, das kann man mal durchaus so stehen lassen. Aber man soll es halt immer mit Maß und Ziel benehmen, wie man halt alle Genussmittel in seinem Leben einmal sollte man mit Maß und Ziel haben. Aber wie der Name schon suggeriert, Lauter Wein bietet eine große Vielfalt an Weinsorten an. Woraus besteht Lauter Wein wirklich? Also hauptsächlich ist der Fokus auf österreichischen Weinen. Es gibt natürlich auch eine kleine Exkursion nach Spanien. Auch eine, wo man dann so ein bisschen mit Spirituosen sowas arbeitet. Jetzt gerade Wermut ist jetzt ein Thema, was immer mehr aufkommt. Aber der Hauptfokus ist einfach Österreich, weil wir uns in Österreich jetzt von den Weinen her nicht unbedingt verstecken müssen. Weiß, Rot wie Rosé. Auch die Versektung funktioniert mittlerweile ganz gut, obwohl uns da Frankreich schon ein bisschen noch vor die Nase voran hat. Aber ja, da können wir schon ganz, ganz gut mithalten. Also es ist eine Weinbar und eine Vinothek bzw. Enothek? Es ist beides. Also es ist der Grundgedanke war, eine Vinothek zu gründen. Und dann der zweite Gedanke war, na, man könnte ja auch gleich den Gästen, den Kunden, gleich in dieses Trinkvergnügen ja reinhelfen, weil gerade als Kunde weiß man ja vielleicht zufällig, was man haben möchte, aber ob das jetzt genau der richtige Wein ist, den man trinken möchte oder nicht, das findet man am besten mit einem Glaserl heraus. Und das kann man dann gleich bei mir machen. Eben, also es ist Verkostung, genau. Weinbar und auch Anlaufstelle für Bestellungen. Ganz genau. Also man kann sich bei mir was bestellen, man kann sich etwas abholen, beziehungsweise wird auch zugestellt. Man kann auch ganz entspannt, so quasi dieses Window-Shopping, wie es so schön heißt, geht man einfach durch das Lokal, nimmt sich gleich die Flaschen mit und nimmt sie mit nach Hause. Oder wenn man sagt, okay, ein kleines Gläschen so zwischendurch oder mal anstoßen, geht natürlich auch hervorragend. Oder als Mitbringsel. Genau, ganz genau. Sie beraten also die Kunden? Ja, also egal, ob es jetzt ein Geburtstagsfest ist, eine Firmenfeier ist, eine Hochzeit ist, was jetzt natürlich jetzt bei der schönen Jahreszeit natürlich immer vorteilhaft ist. Aber ja, gehe ich gern helfend zur Hand. Und je nachdem und versuche auch so ein bisschen in diesem Verkaufsgespräch, man merkt es bei manchen Kunden, dass sie vielleicht so ein bisschen scheu sind, ein bisschen schüchtern sind oder Angst haben oder sich selbst nicht zutrauen, was sie gerne möchten, obwohl ja im Prinzip ja der Gast oder der Kunde ja selber weiß, was er am liebsten trinkt. Und da versuche ich anzuknüpfen und da ist eigentlich so der Hauptfokus, diese Beratung anzusetzen. Aber vielleicht auch ganz neu, also 16-Jährige mit Eltern vielleicht, könnte man so einführen. Zum Beispiel, ja. Also gerade so ist es dann ein Thema, wo man dann sagt, man setzt so ein kleines Programm zusammen, wo man dann die Leute einfach wirklich auch dann abholt und dann mit ihnen halt dann auch bespricht, was sie gern trinken und wo man sie dann hinführt. Oder auch vielleicht ein bisschen was probieren, so ein bisschen Neugier wecken, ja. Neugier erzeugen. Ja. Das ist das Thema. Muss man sich da vorher anmelden? Wie funktioniert das? Also für ein ganz normales Glaserl Wein, wo man eine kleine Erklärung dazu bekommt, eigentlich gar nicht. Da kommt man einfach vorbei und trinkt was. Wenn man jetzt wirklich ein Tasting machen will, eine Verkostung machen möchte, wäre es schon gut, wenn ich so ein, zwei Tage Vorlaufzeit hätte, weil es ja auch dann vielleicht auch mit einer kulinarischen Begleitung wie einer kleinen kalten Platte oder was Warmes teilweise auch, das wird auch natürlich ab und zu gewünscht, dass ich mich da ein bisschen drauf einstellen kann. Auch, dass man auch die richtigen Weine parat hat, wo man dann auch mit dieser Besprechung, mit dieser Beratung dann auch gleich reinkommt und dann auch da auch dann wirklich alles richtig machen kann. Da kann man auch kleine Gruppen zusammenstellen und vielleicht mit einem Wunsch und einem Budget kommen. Sehr gerne. Also es ist das absolut das Beste, wenn man vorab schon weiß, was man ausgeben möchte. Und da hat man bitte absolut keine Scheu zu haben, weil es geht von
10, 15 Euro pro Person bis natürlich, wir wissen das alle, Wein kann man ja auch dann für den ein oder anderen Millionenbetrag kaufen. Ja. Nein, aber wie wir jetzt gerade gesehen haben mit der Weltraumflasche, was so passiert ist. Aber nein, im Großen und Ganzen vollkommen einfach mit mir reden. Und ich kann dann gleich im Vorgespräch auch herausfinden, weil es bringt jetzt nichts, wenn man mal sagt, man möchte an dem Tag X mit dem Budget etwas machen. Und jetzt sage ich jetzt einmal das Beispiel, nur ohne dem Chardonnay jetzt nahe zu treten zu wollen. Aber jetzt habe ich eine Gruppe und es möchte keiner einen Chardonnay. Und ich habe vielleicht in dieser Verkostung zwei Chardonnays drinnen. Ja. Bringt der Gruppe nichts, bringt eigentlich gar nichts. Und somit versuche ich das herauszufinden, so viel wie möglich, auch über die Gruppe selbst schon beim ersten Gespräch, bei der Reservierung an sich oder bei der Reservierungsanfrage. Ja. Und dann kommt man da eigentlich meistens auf einem grünen Zweig, weil ob Essen dabei sein soll oder nicht, ob es nur Fingerfood sein soll, ob es jetzt wirklich was Üppiges sein soll oder ob eine normale belegte Platte reicht, das sind Sachen, die halt einfach meines Erachtens auch im Vorhinein abgeklärt gehören. Das ist dann am einfachsten. Haben Sie eine Ausbildung? Sind Sie Sommelier? Ich habe Weinakademie gemacht, ob es die Ausbildung braucht oder nicht. Wenn man weinaffin ist, also es gibt definitiv Leute, die wahrscheinlich keine Weinakademie-Ausbildung haben, die definitiv viel, viel mehr wissen über Wein als ich, weil sie sich einfach ihr ganzes Leben lang intensiv damit beschäftigen. Also für eine Ausbildung, die Ausbildung bräuchte man nur, um ein Geschäft aufzumachen. Sagen wir es mal so, da müsste man die Prüfung machen. Aber ich habe die Weinakademie gemacht und von dem her hat mir das dann schon ein bisschen auch diesen Einstieg geholfen. Vor allen Dingen auch die persönliche Angst, etwas nicht zu wissen oder vielleicht einmal da so ein paar Sachen mehr zu erfahren über die Welt des Weins. Das war für mich ganz hilfreich. Sie haben vorhin erwähnt, Sie haben eine kleine Richtung, also eine Spezialität, eher österreichische Weine. Genau. Wie ist das gekommen? Der Grundgedanke, wie ich das Lokal aufgesperrt habe, war die Welt zu Gast im Keller. Da habe ich die ganze Welt gehabt, außer Italien, weil es gibt einen sehr netten Kollegen in Feldkirch, der hat eine Spezialitäten-Vinothek, die rein auf Italien abzielt. Und ich habe dann aber im Laufe des ersten Jahres gemerkt, dass meine Kunden sehr gerne am europäischen Kontinent bleiben vom Wein trinken. Klar, ab und zu mal ein kleiner Ausflug nach Australien oder nach Kalifornien, das kann man immer machen, oder nach Chile. Aber der Grundgedanke war dann eigentlich, so im europäischen Festland zu bleiben. Und dann hat sich es aber aufgrund der Bestellungen oder der Wünsche der Gäste, hat sich dann so rauskristallisiert, dass eigentlich von selbst das österreichische Sortiment immer größer geworden ist. Und es ist dann irgendwann einmal diese Idee gekommen, der Fokus dann auf Österreich zu legen, kann man ja machen, weil ich bin selber zu 100% von österreichischen Weinen überzeugt. Obwohl ich sehr gerne auch ausländische Weine trinke, also das ist jetzt und außer Frage. Aber es macht irrsinnigen Spaß, mit österreichischen Winzern zusammenzuarbeiten und ihre Produkte gerade im Westen Österreichs dann zu verkaufen. Sie haben aber auch andere Exkurse, sagen wir mal so. Ja, also Spanien habe ich bei mir vertreten und natürlich, was bei mir ein absoluter Hit ist seit dem allerersten Tag des Öffnens, ich habe mich exquisit gegen Franciacorta oder Prosecco entschieden. Bei mir gibt es Crémant aus der Loire, weiß wie Rosé. Und das wird natürlich sehr, sehr gerne angenommen und getrunken. Also es gibt für manche vielleicht ein bisschen verwirrend, es gibt die Traube und dann es gibt auch die Verarbeitung. Das spielt alles eine Rolle. Ja. Könnten Sie vielleicht ganz kurz erklären, warum ein Chardonnay auch in Österreich produziert werden kann? Weil die da vor allen Dingen die Steiermark da das richtig, richtig gut macht. Also es gibt ja diese klassischen ausgebauten Chardonnays, die jetzt im Stahltank sind oder halt auch mittlerweile auch schon im Barrique sind. Machen sie teilweise in der Steiermark oder im Burgenland ganz gut. Funktioniert einfach, weil natürlich auch, muss man auch dazu sagen, die Grenzen werden immer kleiner und gerade die Jungsommeliers oder sagen wir mal die Generation, die jetzt dran ist oder dran kommt, die haben halt die Möglichkeit, dass sie sich sagen, okay, wir machen einmal ein Auslandssemester in Frankreich, wir machen einmal was in Kalifornien, wir machen einmal was in Südamerika oder in Südafrika und kriegen da komplett neue Abläufe mit und komplett neue Zugänge auch, wie Wein gemacht wird. Und ich bin der Meinung, dass das gerade den österreichischen Wein sehr viel hilft, weil
sehr viel andere Eindrücke von anderen Ländern auch reinspielen und auch Erfahrungswerte, weil klar, ein Winzer aus dem Burgund, der seit fünften Generation oder sechste Generation auf Chardonnay spezialisiert ist, natürlich macht ihn der anders, als wenn jetzt da ein komplett neuer Winzer in Österreich anfängt und sagt, ich mache Chardonnay. Diese Erfahrungswerte sind einfach nicht da. Und wenn man sich da zusammenschließen kann und von der geballten Erfahrung lernen kann, dann können wir in Österreich auch hervorragende Weine produzieren. Und neuer Wind ist immer was Gutes für alle. Absolut. Was braucht es, bis man sich bei einer Region gut auskennt? Also Berufsausflüge? Berufsausflüge sind also bei mir sehr, sehr angenehm, weil ich darf in Weinbauregionen fahren, ich darf Wein trinken, ich darf mich mit Winzern unterhalten. Es ist immer sehr gemütlich, es ist sehr freundlich, es ist absolut hervorragend. Und wenn man dann so kleine Spaziergänge durch die Weingärten macht, sich mit den Rieden an sich vertraut macht, mit der ganzen Umgebung, das ist einfach hervorragend. Und ich würde mal sagen, was macht es aus? Es sind wahrscheinlich sehr viele Besuche, das eine oder andere Glas trinken und dann einfach die Weine auf sich wirken lassen. Sie machen auch Online-Verkostungen. Gerade wenn die Grenzen geschlossen sind, ist es auch nicht schlecht. Definitiv, ja. Ein Partner ist die Post? Ja, also die ist davon her sehr zuverlässig, weil gerade wenn so Online-Tastings sind, ich habe zum Beispiel ein Online-Tasting in Wien gehabt und das ist natürlich dann recht witzig, wenn man dann die ganzen Weine zusammenstellt, einfach alle in den Karton reingibt, am nächsten Tag ist alles zugestellt, habe dann eine kleine Notiz dann teilweise drinnen, welche Reihenfolge, das wird dann im Vorfeld abgesprochen während dieser Tastings und dann kann man dann einfach das wunderbar durchziehen und vor allem die Leute müssen nicht mit dem Auto fahren. Mittlerweile ist doch schon, ist mir aufgefallen, das ist vielleicht ein Trend, was recht witzig ist, dass die Teilnehmer dieses Online-Tastings sich dann untereinander mehr oder weniger so einen kleinen Wettkampf liefern, wer das bessere Essen am Tisch hat, weil halt jeder daheim kocht, was sehr spannend ist, weil dann sieht man dann wirklich von kleinen Antipasti-Platten bis über 5-Gänge-Menüs, die halt abgestimmt sind auf diese Weine. Also es ist ganz spannend und man bekommt auch einen kleinen Einblick in das Leben der Gäste und der Kunden. Was haben Sie sonst im Sortiment? Also Weine natürlich. Mhm. Sie hatten vorher erwähnt Spirituosen. Spirituosen. Also ich habe in einer Zusammenarbeit mit einem Dornbirner auch einen eigenen Gin kreiert, wie halt vor 3 Jahren dieser ganze große Gin-Hype war. Habe natürlich jetzt einen eigenen Gin gemacht, den habe ich noch immer. Der Fokus ist jetzt auch momentan so ein bisschen auf, klar, Whisky und Schnäpse und sowas. Da gibt es mit der Firma Reisetbauer in Oberösterreich einen sehr kompetenten und sehr, sehr international anerkannten Partner, die hervorragende Schnäpse und auch Brände machen. Wermut ist ein Thema, gerade jetzt im Sommer, also speziell so Wermut-Tonic und sowas ist natürlich immer ein wunderschöner Apero, kann man immer schön starten. Ja. Und das sind so Sachen, auf die ich einen kleinen Fokus lege. Es ist natürlich jetzt kein Riesensortiment, aber es sind schon, also wenn wer was haben möchte an Spirituosen, funktioniert das ganz gut. Und man kann natürlich alles bestellen. Genau. Weine, gibt es da einen Trend zur Zeit? Also gerade mit dem Rosé oder ist es jahreszeitbedingt? Ja, definitiv. Also gerade Rosé ist natürlich jetzt im Sommer immer ein Thema, weil es ein schöner Start auch in den Tag oder in den Abend ist. Schaumweine immer natürlich gefragt und das ist natürlich hervorragend zum Beobachten. Also man kann nicht sagen heutzutage, ja, Damen trinken eher diesen Wein und Herren eher das andere. Nein, also diesen Trend würde ich, also kann ich jetzt nicht unterstützen, weil ich würde jetzt genauso sagen, ich habe Damen, die bei mir sind, die dann wirklich schwere Rotweine trinken können und auch mögen. Und dann aber auch Männer dabei und auch vice versa. Also ich würde da überhaupt jetzt da keine Stilistik sagen, dass dieser Wein nur für diese Zielgruppe ist, würde ich gar nicht sagen. Es gibt ja auch Leute, die auch ein bisschen Unverträglichkeiten haben, sprich Histaminintoleranz, ein großes Thema auch bei Rotwein. Können Sie da was anbieten? Also ich habe histaminfreie bzw. histaminarme Weine habe ich im Angebot. Genauso aber auch, was Histamin für Rot ist, wäre dann auch so eine Säureunverträglichkeit für Weiß. Und auch da kann man natürlich dann den Kunden ganz gut beraten. Genauso wie, was auch immer ein Trend wird, sind einfach vegane Weine. Da gibt es auch ein kleines Sortiment bei mir, wo man dann einfach sagt, okay, da wird dann einfach drauf geschaut, damit man einfach dieses Angebot auch stillen kann. Haben Sie Weinkurse? Geben Sie Weinkurse?
Kurse an sich, also diese Weinkurse an sich jetzt nicht so wirklich, wo ich dann sage, ich stelle eine Region jetzt da mit Flipchart und sowas vor. Ich versuche aber gerade bei so Verkostungen, wenn sie bei mir vor Ort sind, da dann schon auch auf die Region einzugehen. Mhm. Und da ist es natürlich extrem hilfreich, dank meiner ganzen Partner, Winzer, die ich habe, weil ich ja meine Weine prinzipiell vor Ort abhole, die meisten halt. Mhm. Und dann man ja auch gleich einen Einblick in das Weingut bekommt, in die Gegend bekommt. Und dann, das macht richtig viel Spaß, weil dann kann man die persönlichen Eindrücke von der Region mit den Hard Facts, mit den wirklichen Fakten von dieser Region auch schön verbinden und auch einfach weitergeben an den Kunden bzw. an den Teilnehmer dieser Verkostung. Wenn man den entsprechenden Platz, den optimalen Platz nicht zu Hause hat oder die Bedingungen nicht hat, kann man bei Ihnen auch die eine oder andere Kiste lagern? Das geht schon, also das kann man gerne machen auf eine kurze Zeitdauer oder sowas, wenn jetzt ein Kellerumbau stattfindet oder irgend sowas, das ist kein Problem, das kann man gerne machen. Es ist so eine Grundidee, so eine kleine, die steckt noch in den Kinderschuhen, vielleicht auch sowas anzubieten, ein professionelles Lager, wo die Leute selber hingehen können, wo sie dann einfach quasi eine Box haben oder wie einen Kellerabteil, dass man dort einfach sich einmieten kann und dort die Weine dann unter perfekten Bedingungen lagert. Wenn man auch nicht das Transportmittel hat, also ein kleines Auto, wird das auch geliefert? Kann man, also darf das definitiv. Okay. Also ich versuche schon, gerade was jetzt Vorarlberg betrifft, mit dem Kunden so zu vereinbaren, dass man dann zu der richtigen Zeit das einfach liefert. Mhm. Gerade jetzt der Corona war jetzt ein großes Thema, wo man dann gesagt hat, dieses kontaktlose Zustellen hat hervorragend funktioniert. Mhm. Ich nehme einfach die Kiste Wein oder die Kisten Wein, bringe sie vor die Haustür, stelle sie vor die Haustür, Rechnung liegt dabei, es ist kontaktlos, es wird dann entweder geklingelt, also so wie ein Schülerstreich von früher, einfach klingeln und weglaufen, also, oder halt einfach per E-Mail oder beziehungsweise per Anruf wird dann einfach weitergegeben, dass man einfach die Ware jetzt da ist, damit das einfach... Sie sind gebürtiger Wiener, was hat Sie eigentlich nach Vorarlberg verschlagen? Die Familiengründung hat mich nach Vorarlberg. Also es sind mittlerweile zwei wundervolle Kinder, die in Vorarlberg sind, ja. Und vielleicht doch der Bezug zu Vorarlberg geblieben ist? Ist da. Also ich war als Kind sehr oft mit meinen Großeltern in Vorarlberg auf Sommerurlaub. Und somit ist das jetzt da irgendwie immer schon so ein Thema gewesen. Es hat sich so irgendwie abgezeichnet. Ich bin in Paris geboren und aufgewachsen. Wein gehört einfach dazu. Wie ist die Leidenschaft bei Ihnen eigentlich geboren? Das darf ich einem meiner besten Freunde verdanken, weil der hat bei einem großen Weinhandelskette gearbeitet. Und da hatte ich das Glück, dass ich halt mit, gerade in der Zeit, mit unfassbar vielen interessanten Leuten zusammengekommen bin. Da war es zum Beispiel lange Jahre deine Marion Ebner-Ebenauer, die jetzt ein sehr erfolgreiches Weingut im Weinviertel hat, dort gearbeitet. Ein Hans-Martin Gesellmann, der über ein Weinwissen verfügt, das seines Zeichen, seine Grenzen sucht. Ein Willi Schlögl, der in Berlin sehr erfolgreich eine Weinbar führt. Und wenn man mit solchen Leuten gleich den Einstieg hat, dann sitzt man mal irgendwann einmal daneben und hinterfragt einmal die ganze Sache, was sie diskutieren, die Weine, die sie trinken. Und das war, finde ich, ein Riesenglück, was ich am Anfang gehabt habe, dass ich so einen Einstieg gehabt habe. Also ich habe mir dieses Tetrapack trinken und Kopfweh am nächsten Tag habe ich mir erspart. Also ich bin dann gleich quasi in die sehr, sehr gute Qualität der österreichischen und auch internationalen Weine eingestiegen. Mhm. Vielen Dank für das sehr informative Gespräch und den spannenden Einblick in Ihre Weinwelt. Auf bald vielleicht in der Winothek. Herzlichen Dank. Danke. Für die Einladung. Dankeschön. In Vino Veritas, welche Wahrheit für Sie im Wein liegt, damit kann Ihnen die Beratung bei Lauter Wein helfen. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.